Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro und zwar mit dem Hardware-Deal 2000 Nvidia Edition für 2199 Euro, dem Hardware-Deal 2500 Edition für 2399 Euro und dem Hardware-Deal 2500 Nvidia Edition für 2799 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Euch ist natürlich aufgefallen, die Namen passen nicht ganz zu den Preisen. Ich denke, das soll eher so eine Range angeben. Zumindest war es vielleicht mal ein 2000-Euro-PC und wurde dann angepasst, bessere Hardware reingepackt und dann teurer gemacht. Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber die Endpreise, die stehen ja da. Von daher ist das okay. Starten wir mit dem Hardware-Deal 2000 Nvidia Edition für 2199 Euro. Ja, der Name, der passt nicht so ganz zum Preis. Ist aber okay. Ich denke mal, dass sie die Hardware immer mal wieder anpassen an die Marktsituation und dementsprechend dann einfach den Namen so lassen. Das wird einmal festgelegt, dann sind die fertig damit. Das Gehäusebild ist wieder ganz normal. Keine Sachen drin verbaut, die nicht wirklich drin sind. Wirklich nur das Gehäusebild, so wünsche ich mir das halt auch. Kommen wir zu den technischen Daten. Als Prozessor haben wir einen Intel i7-12700KF. Der hat eine TDP von 125 Watt bzw. 125 bis 190 Watt. Kommt natürlich drauf an, übertaktet ihr ihn, gibt ihr ihm Power Limit im Mainboard, wie auch immer. Da ist es halt einfach so, dass er sich bis 190 Watt ziehen kann. Da muss man immer wegen der Kühlung ein bisschen gucken. Auf 125 Watt wird das mit der Kühlung auf jeden Fall funktionieren. Der hat keine integrierte Grafikeinheit, sage ich direkt mit dabei. Also könnt ihr die Grafikanschlüsse auf dem Mainboard nicht nutzen, dann nutzt ihr bitte die Grafikkarte. Der hat 12 Kerne und 20 Threads, also 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Die Efficiency-Kerne sind einfach nur dafür da, wenn ihr jetzt gerade Multimedia macht oder ein bisschen YouTube guckt oder so, dass einfach nicht diese Performance-Kerne dauerhaft belastet werden, soll ein bisschen Strom sparen. Ansonsten werden die natürlich dazugeschaltet, sofern ihr dann zockt. Und er unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist ein guter Prozessor, ich habe den selber, allerdings als nur K-Variante. Ich habe die integrierte Grafikeinheit noch drin gelassen, weil Adobe Premiere Pro auch gerne darauf zurückgreift, wenn man einfach nur über den Prozessor rendert, dann kriegt man auch ein besseres Bild. Zum Zocken ist das ein Mega-Prozessor, zum Streamen auch. Könnt ihr beides mitmachen, überhaupt keine Frage, mache ich ja auch so. Und der kostet 442,65 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Arctic Liquid Freezer 2240 Black. Das ist mit eine der besten Wasserkühlungen im Moment auf dem Markt. Die hat auch einen dickeren Radiator als andere Wasserkühlungen, dementsprechend mehr Kühlfläche. Eine 240er ist auch okay, das ist jetzt auch diesem Case geschuldet, was hier verbaut ist, weil die 360er nur in die Front passen würde, dann wird es ein bisschen eng mit der Grafikkarte. Die wird oben eingebaut bei dem Case, das ist in Ordnung. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, wirklich sehr viel zu rendern mit dem Prozessor, dann geht auf eine 360er. Wenn ihr wirklich nur zocken wollt, dann reicht die aus. Designtechnisch muss es nicht jedem gefallen, aber ich sage euch, auf dem Bild sieht die immer ein bisschen schlechter aus als eigentlich eingebaut. Wie gesagt, ich habe die 360er auf dem 12700K und die sieht eigentlich ganz gut aus im Case. Und die kostet 83,04 € bei eBay über Snowguard. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z690A DDR4. Da sind wir so ein bisschen im Einsteigerbereich von Z690 unterwegs. Das ist ungefähr gleichzusetzen mit einem Gaming X von Gigabyte. Ihr könnt damit aber auch übertakten, das ist schon mal okay. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier vorne auch. Und hier können auch noch 2 weitere verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Über die Erweiterungsslots könnt ihr zum Beispiel eine Capture-Card oder WLAN-Karte oder ähnliches einbauen. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr wie gesagt nicht benutzen. PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ist meistens eher so für Overclocker gedacht. Auf dem Mainboard werden aber die wenigsten overclocken. Das hat einfach nur damit zu tun, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit Flüssigstickstoff irgendwas übertakten wollt, wie es gerne der Bauer macht, dann kackt USB auch ab. Ja, und dann nehmen die gerne PS2-Anschlüsse, weil die halt sehr stabil sind, was das angeht. Ihr persönlich werdet den kaum nutzen. Das ist für ältere Peripherie aus dem Bürobereich zum Beispiel. Ein Flash-BIOS-Button haben wir auch noch mit dabei. Ist auf jeden Fall ein solides Board, ist nichts Besonderes. Ist wie gesagt noch in diesem Einsteigerbereich für Z690, aber ihr könnt übertakten, das ist okay. Und das kostet 198,93 € bei eBay über Hardware Husky bzw. 205,88 € über Mindfactory.
Die Grafikkarte ist eine 12 GB NVIDIA RTX 3080 Ti. Die 3080 Ti ist einfach eine Vernunftsentscheidung. Eine 3090 Ti lohnt sich preis-leistungstechnisch einfach überhaupt nicht. Die ist schon völlig okay. Ob es jetzt die Inno 3D wird oder eine Zotac oder eine MSI, kann ich euch leider nicht sagen. Den FPS-Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, rein preis-leistungstechnisch ist das das Beste, was ihr im Moment noch machen könnt. Und die kostet 999 Euro bei Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast. Ist auf jeden Fall gut gewählt. 32 GB in der Preisklasse ist okay, 3600 MHz, sage ich ja auch immer, ist auch in Ordnung. Dual-Channel, haben sie auch drauf geachtet, ist okay. Hat natürlich keine RGB-Beleuchtung. Wenn ihr darauf steht, nimmt einen anderen. Ansonsten, rein technisch gesehen, ist das ein guter RAM. Und der kostet 119,90 Euro bei Clevo Computer. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte immer nur die NV1 irgendwie auf dem Schirm. Die NV2 scheint ein bisschen schneller zu sein. Die hat nämlich eine Lese- und Schreibrate von 3500 MB die Sekunde und 2100 MB die Sekunde. 1 TB finde ich ein bisschen mager in der Preisklasse. Aber wir sehen gleich auch bei dem Preispunkt, es war einfach nicht anders möglich. Wenn ihr mehr Speicher braucht, konfiguriert euch einfach mehr rein. Es ist halt einfach so. Mit 1 TB kommt ihr natürlich erstmal aus, aber ich finde, bei einem System, was über 2000 Euro kostet, gehört mindestens 2 TB rein. Und die kostet 77,76 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850 GF 80 Plus Gold Vollmodular. Wie der Name schon sagt, 10 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus Gold und Vollmodular. Was will man mehr? 850 Watt reicht dicke für das System, 80 plus Gold ist auch okay und Vollmodular, ja gut, ob euch das jetzt interessiert, die Kabel, die nicht benötigt werden, werden euch einfach mitgeliefert in einem externen Karton, fliegen nicht im Gehäuse rum. Ist okay. Und das kostet 124,99 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500DX schwarz mit Glasfenster. Technisch gesehen ein gutes Gehäuse, optisch gesehen, mir gefällt es nicht, sage ich jedes Mal im Video, ne? Aber wenn es euch gefällt, dann lasst es so, ansonsten konfiguriert es halt um. Ihr bekommt vorne auch schon einen Lüfter mit dabei, hinten einen Lüfter und oben, den oben werden sie wahrscheinlich demontieren und in die Front packen und oben die Wasserkühlung reinpacken. Das ist jetzt auch das Thema, oben passt halt nur eine 240er Wasserkühlung rein, ansonsten, wenn ihr auf eine 360er geht, müsstet ihr die vorne verbauen. Das bedeutet aber auch, dass ihr nicht mehr so viel Platz nach vorne bekommt und eventuell nicht mehr alle Grafikkarten passen. Ich hatte das Thema jetzt einmal hier, das war wirklich sehr knapp, da hat vielleicht nur noch ein Schraubendreher zwischen gepasst, also das war wirklich sehr eng und das war keine Arctic-Wasserkühlung, die sowieso ein bisschen dicker ist, das war eine normale BeQuiet. Also wenn ihr hier wirklich mit dem Gedanken spielt, eine 360er in die Front zu bauen und das ist dann auch noch eine Arctic, dann wird es wirklich sehr knapp in den Grafikkarten, weil die Grafikkarte so eine Überlänge hat, dass die damit kollidieren wird. Ansonsten ist es natürlich ein gutes Case. Wir haben am Anfang schon gesagt, technisch einwandfrei, kann ich nichts gegen sagen. Und das kostet 107 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei, 2 Jahre Garantie, Retourenschein, also kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding dann zur Post bringen oder eurem Postboten in die Hand drücken, wenn ihr den zufällig seht. Einige bieten halt dieses Pickup und Return an, dann kriegt ihr halt einen Termin mit DHL, die holen das dann ab. Hier müsst ihr es selber zur Post bringen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.153,27 Euro. Das System soll kosten knapp 2,2. Also bummelig 47 Euro fürs Zusammenbauen. Kann ich nichts gegen sagen. Ich hätte es wahrscheinlich sogar genauso konfiguriert. Das soll jetzt auch nicht einfach so sein, weil Hardware-Deals dran steht oder weil es Dubaro ist. Es ist wirklich ein gut konfiguriertes System. Ich hätte vielleicht ein anderes Case genommen. Das ist Geschmackssache. Technisch gesehen ist es gut. 1 TB SSD ist natürlich ein bisschen mager, aber ihr seht am Preis, es hat nicht mehr sonderlich viel mehr reingepasst. Wenn ihr mehr Speicher braucht, packt einfach mehr rein. Ist halt einfach so. Wenn da jetzt eine Differenz, sage ich mal, von 200 oder 300 Euro gewesen wäre, hätte ich gesagt, warum ist da keine 2 TB SSD drin? Hier haben wir einen Unterschied von 45 Euro oder so. Von daher finde ich das wirklich fair. Gar keine Frage. Also ist in der Preisklasse ein gutes System. Ein 12.700 kF mit einer 3080 Ti, zum Stream geeignet, zum Daddeln geeignet, in WQHD teilweise sogar 4K. Ne? Kommt immer darauf an, welches Game. 4K auf Cyberpunk ist immer so ein Thema. Aber wirklich gut. Gar keine Frage. Dann haben wir hier jetzt noch einen weiteren PC und gleich noch einen. Also die machen wir im Schnelldurchlauf. Ihr kennt das ja schon. Das ist der Hardware Deal 2500 Edition für 2.399 Euro. Hier haben wir schon einen i9 12.900 kF. Das ist im Moment so ziemlich das Beste, was ihr kriegen könnt. Klar, es gibt noch den KS, der macht aber für die meisten keinen Sinn. Zum Rendern, zum Zocken, alles geeignet, streamen, wie ihr lustig seid. Eine BeQuiet PureLoop 360mm, die finde ich nicht ganz so gut. Gut, es ist eine 360er, die kommt dann in die Front, klar. Ob die aber mit diesem Prozessor klarkommt, gerade unter Dauerlast, wage ich zu bezweifeln. Der Bauer, der hat jetzt vor kurzem ein schönes Testvideo gemacht von diesen ganzen Wasserkühlungen, die hat nicht sonderlich gut abgeschnitten, die PureLoop. Aber es ist halt technisch auch ein bisschen schwierig, jetzt eine Arctic zum Beispiel da reinzupacken. Selbst die hat Probleme mit dem 12.900 kF. Und wenn die in die Front kommt, was ich eben am Anfang schon sagte, habt ihr nicht mehr so viel Platz für die Grafikkarte. Hier haben wir auch das gleiche Mainboard, allerdings als Grafikkarte eine 6950 XT beliebiger Hersteller.
Das ist das Topmodell von AMD aktuell. Eine bessere Grafikkarte gibt es einfach nicht. Da müsst ihr natürlich ein bisschen schauen, habt ihr Bock auf Raytracing und auf Streamerei, weil für Stream sollte man schon den Nvidia-Encoder nehmen. Ihr könnt auch über den Prozessor rendern, das geht hier natürlich auch ganz easy mit dem 12900KF. Das bleibt euch überlassen. Ich finde die Grafikkarte völlig in Ordnung. Die ist natürlich, was Raytracing und DLSS angeht, ein bisschen hinten anstehend, so ist es halt. Aber wenn ihr darauf keinen Wert legt, nehmt die ruhig. Ist preis-leistungstechnisch echt der bessere Deal. Hier haben wir den gleichen RAM mit dabei, wieder die 1TB SSD, was ich auch ein bisschen wenig finde mal wieder. Das gleiche Netzteil und das gleiche Gehäuse. Dann wären wir auch hier beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.366,47 Euro. Das System soll kosten knapp 2,4. Ist auch ultra fair. Ist einfach ultra fair. Ihr habt da jetzt 30 Euro Aufpreis oder so fürs Zusammenbauen. Die Preise, die schwanken ja auch. Ihr seht es ja auch hier, da steht wieder minus 4 Euro. Gestern war es bei plus 5 Euro, also ist wirklich immer sehr am Schwanken. Das ist ein guter Preis. Die Dinger sind fair. Zumindest die teuren Systeme jetzt. Die anderen müsste ich mir nochmal angucken. Aber ich habe schon mal ein Hardware-Deals-Video gemacht und die waren auch alle top. Zumindest was die Preise anging. Die Konfiguration, da war hier und da ein kleiner Schmuh drin. Aber die teuren Dinger sind gut konfiguriert und preislich sehr, sehr fair. Dann haben wir hier noch den Hardware Deal 2500 Nvidia Edition für 2799 Euro. Das ist sozusagen fast das gleiche System wie die Nicht-Nvidia Edition. Hier haben wir den gleichen Prozessor, auch die gleiche Wasserkühlung, das gleiche Mainboard, eine 3090 Ti. Das aktuelle Topmodell von Nvidia, ja, es kommt jetzt bald die 4000er Reihe, aber das ist im Moment in der 30er Reihe die beste Grafikkarte, die ihr kriegen könnt. Ob es Sinn macht preislich? Das überlasse ich euch, nur eine 3090 Ti ist halt das Beste vom Besten, was ihr gerade kriegen könnt. Ich muss es ja so sagen, wie es ist. Ob sich die Mehrleistung gegenüber der 3080 Ti lohnt, lasse ich dahingestellt. Also ihr müsst halt den Preis abwägen und wenn ihr, sage ich mal, jetzt bummelig aus der Luft gegriffen 10 bis 15% Mehrleistung kriegt für 30% mehr Preis, ist halt preis-leistungstechnisch nicht interessant. Der Arbeitsspeicher ist wieder der gleiche, die SSD auch. Das Netzteil ist in diesem Fall ein 1000 Watt MSI-Netzteil. Klar, das ist aufgrund der Grafikkarte und dem Prozessor geschuldet. Die 850 haben natürlich eben noch gereicht. Die 1000 Watt sind jetzt zur Sicherheit, gerade weil die 3090 Ti sich wirklich einiges genehmigt an Strom. Und wir haben wieder das gleiche Gehäuse. Da haben wir ja auch das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte. In dem Fall tatsächlich sogar die GameRock, das ist im Moment die günstigste. Das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.707,97 Euro. Das System soll kosten knapp 2,8. Also bummelig 90 Euro fürs Zusammenbauen. Ist auch fair. Inwieweit der PC jetzt Sinn macht, ein 12.900KF mit einer 3090 Ti, weiß ich nicht. Das Angebot ist aber da. Wer das Beste vom Besten will, nimmt den halt. Nehmt vielleicht ein anderes Gehäuse. Ich mag es persönlich halt einfach nicht. Nehmt ein anderes Gehäuse. Vielleicht ein etwas größeres. Vielleicht so ein 4000D oder 5000D von Corsair oder so. Da sieht die ganze Sache auch nochmal besser aus. Da habt ihr auch ein bisschen mehr Platz, gerade wegen der Wasserkühlung. Auch hier wieder nur 1TB Speicher. Ihr seht aber, wie gesagt, am Preis. Klar, es wäre irgendwo drin gewesen, aber ein bisschen was müssen die auch noch verdienen. Und 90 Euro ist halt einfach fair fürs Zusammenbauen. Ich sage jedes Mal 150 Euro, weil zum Beispiel Mindfactory und Alternate das anbieten für 150. So, und die landen hier bei 90. Was soll ich denn da noch sagen? Ihr sollt 2TB reinschmeißen? Ist ja auch irgendwo unfair dann. Und mir wurde letztes Mal in den Kommentaren wirklich vorgeworfen, ich wäre irgendwie mit Dubaro oder Krotus gepartnert, verbandelt oder sonst irgendwas. Nein, bin ich nicht. Es sind gute Systeme, den Beweis findet ihr auf Geizhals. Es ist halt einfach so. Ich zeige euch jedes Mal die Preisvergleichlisten und sage dann halt, okay, das ist fair und das ist nicht fair. Das ist für alle nachvollziehbar. Das hat nichts mit Partnerschaften oder so zu tun. Ich kriege dafür keinen Cent. Wenn ich die Dinger jetzt verlinke, ich hau die in den Bitly-Link, hau die unten in meine Kommentarsektion, da kriege ich nicht einen Cent für. Also für alle nochmal, die vielleicht zweifeln, nein, ich bin nicht gepartnert mit gar keinem. Deswegen kann ich immer so schön vergleichen. Hier habe ich jetzt keine Alternativen drin. Ich habe ja in den meisten Videos irgendwelche Alternativen drin. Hier habe ich jetzt keine, weil bei 90 Euro Aufpreis brauche ich keine Alternative zeigen. Das ist Quatsch. Ihr findet bestimmt irgendwo im Internet einen Angebots-PC, der vielleicht genau gleich rauskommt wie bei Geizhals oder sogar günstiger ist, natürlich. Aber rein technisch gesehen jetzt von den Komponenten und vom Aufpreis her sind das faire Angebote. Kann ich nicht meckern. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und joint unseren Discord, falls ihr Fragen habt zu Computerkonfiguration oder eine Konfiguration braucht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.